nichts gewesen wäre. Warum musstest du mich mit der Kette auch noch anlügen? Aber ich hab dich nicht belogen. Das hast du sie Rosalie jetzt geschenkt, ja oder nein? Nein. Und woher hatte sie sie dann? Ich hab sie weggeworfen und sie hat sie dann gefunden. Und daraufhin hast du dann gesagt, kannst sie gerne behalten, meine doofe Freundin will sie sowieso nicht? Sie ist heute direkt zu mir gekommen und hat sie mir gegeben. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe? Das wollte ich nicht. Genauso wenig, wie du wolltest, dass mein Vater Schwierigkeiten mit der Bank bekommt. Ja, damit habe ich gar nichts zu tun. Oder wie du sie geküsst hast und mein Geld im Spielcasino verspielen wolltest, obwohl ich dich so gebeten hatte, es nicht zu tun. Ich war total verzweifelt. Es war meine einzige Chance. Ich weiß nicht, wie ich dir nach all dem jemals wieder vertrauen soll. Naja, wenn du das selbst nicht mehr weißt. Vielleicht hast du recht. Das hat wirklich keinen Sinn mehr. Was hat das mit dem Geld auf sich? Und wieso sagt Herr Heinemann, du sollst die Finger von Tanja Lieperts lassen? Willst du dich nicht erstmal setzen? Willst du mir nicht erstmal antworten? Tanja Lieperts und ich, wir machen zusammen Musik. Das weiß ich. Ja, und da kommt man gezwungenermaßen ins Reden. Und sie hat mir erzählt, dass sie sich sehr schwer tut. Mit dem Kind und ihrer Arbeit und so ganz ohne Mann. Du tröstest sie. Was denkst du eigentlich von mir? Ich wollte ihr nur helfen. Ohne dass sie erfährt, woher das Geld kommt. Ja, weil ich genau diese Situation vermeiden wollte. Es hat ja wunderbar geklappt. Ja, dass dieser eifersüchtige Gockel von Fitnesstrainer ausgerechnet in dem Augenblick hereinplatzt, wo ich versucht habe, das Geld an Tanjas Spinn zu deponieren, das war leider Pech. Nehmen wir mal an, das stimmt. Natürlich stimmt es. Tja, es ist eine Menge Geld. Findest du es nicht ein bisschen viel für eine anonyme Hilfsaktion? Nein, so eine Sache macht man entweder ganz oder gar nicht. Mit 100 Euro wäre er nicht geholfen. Und warum gibst du nicht einfach persönlich das Geld? Ich möchte nicht, dass Tanja Lieberts denkt, dass ich im Gegenzug etwas von ihr will. Was hältst du davon, wenn ich es ihr in deinem Namen gebe? So kann es nicht zu Missverständnissen kommen. Und du als edler Spender bist ja sowieso aufgeflogen. Das ist eine großartige Idee. Danke. Ach, ihr seid schon angekommen. Ja, dann mach du jetzt mal mit der Käthe Verona unsicher. Ja klar, dass du dann fit bist für die Endphase des Wahlkampfs. Moment einmal. Ja. Was? Ironie? Aber Hildegard, in meiner Stimme Ironie? Nein, du kennst mich doch, das gibt's bei mir nicht. Ja, ich dich auch. Bis dann, servus. Frau Engel? Was gibt's denn? Der Herr Saalfeld möchte unter keinen Umständen gestört werden. Vielleicht von Ihnen nicht. Ich sagte unter keinen Umständen, also auch nicht von Ihnen. Das ist die falsche Schlüssel. Oh, Entschuldigung, ich war am Telefon, ich hab das. Ja, selbstverständlich ist Belmont im Hengstregister eingetragen. Er ist ein wundervolles und vielseitiges Pferd. Sie können ihn sowohl zur Zucht wie auch zum Turniersport einsetzen. Ja, ich würde ihn ja lieben gerne selbst weiterreiten, aber die Zeit lässt es nicht zu. Meine Geschäfte, dann hier alles im Fürstenhof, Sie können sich ja vorstellen. Wenn Sie jetzt hier runtergehen zum See, dann an der Ostseite entlang und nach ein paar hundert Metern kommt auch schon der Bootsanleger. Sag, was spinnst du? Der Niederbill will mir Geld schenken und du gibst es zurück. Du willst es doch nicht allen Ernstes annehmen. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie schnell Fabienne in diesem Jahr gewachsen ist? Ich habe fast keine Winterklamotten mehr. Willst du dich einfach so verkaufen? Wer redet denn von sowas? Was glaubst du denn, warum der Typ so großzügig ist? Doch nicht nur aus Freundlichkeit. Man sagt, wir Musik machen, verstehen wir uns halt einfach besser. Tanja, jetzt mal ganz langsam. Das waren 2000 Euro. Dafür will er ganz sicher mehr als ein Lächeln. Bisher hat er noch nie was von mir gewollt und das weißt du ganz genau. Ja, bisher. Mein Gott, nicht, er ist mit Charlotte Saalfeld zusammen. Die ist doch doppelt so alt wie er. Ja und? Ach so, ihr Männer, ihr dürft mit jüngeren Frauen, aber umgekehrt geht es nicht, oder was? Darum geht's doch jetzt gar nicht. Würde mich nicht wundern, wenn der sich nach Frischfleisch umsieht. Ach so, Frischfleisch bin ich jetzt auch noch. Du weißt ganz genau, wie das gemeint war.
Okay. Nils, selbst wenn du recht hast und der Herr Niederbühl hinter mir her ist, dann ist das ganz allein meine Entscheidung, wie ich damit umgehen werde. Wie bitte? Weißt du was? Jeder weiß, was besser ist für mich. Oder nicht. Ich meine, das nervt mich total. Ich wollte dich doch nur schützen. Ich dachte, ich tue dir damit einen Gefallen. Ja, natürlich völlig selbstlos. Ja. Und? Kein bisschen eifersüchtig? Das meine ich eben. Auf solche Gefallen kann ich einfach verzichten, Nils. Wir wissen doch überhaupt nicht, was Dr. Niederbühl mit diesem Geld erreichen wollte. Okay, du willst es nicht begreifen. Gut. Aber dann sieh zu, wie du allein damit zurechtkommst. Sein geliebtes Pferd verkaufen? Ja, er hat ihn angeboten wie Sauerbier. Eine sehr gute Nachricht. Wunderbar. Ja, ich dachte mir schon, dass sie das freuen wird. Was wohl als nächstes kommt? Das Auto, die Golfausrüstung. Aber früher oder später ist sein geliebter Fürstenhof an der Reihe. Das ist der Tag, auf den ich lange gewartet habe. Vielleicht ist es wirklich bald soweit. Es ist höchste Zeit, dass unser Freund Winkelmann ein wenig mehr die Zügel anzieht. Was meinen Sie? Ach, kommen Sie, warum so zögerlich? Noch ein bisschen mehr Druck und die Ära der falschen Saalfels ist Geschichte. Und dann gehört das Hotel den rechtmäßigen Besitzern. Was ist los? Ich dachte, Sie haben Spaß an unseren kleinen Spielchen. Ja, habe ich normalerweise auch. Aber? Ich habe das Gefühl, das bringt mich Lukas keinen Schritt näher. Sie lassen sich von Ihren Gefühlen leiten. Das ist nicht gut. Wie oft wollen Sie denn noch darauf rumreiten? Sehen Sie es doch mal so. Zunächst bringt es Lukas weg von seiner Sandra. Denn wenn Sie Ihrem Herrn Papa glaubt, dass Lukas Ihnen bei Winkelmann verraten hat, dann stellt sie sich auf die Seite Ihres Vaters gegen Lukas. Und das dürfte ja wohl in Ihrem Sinne sein. Müssen Sie nicht heute Nacht mit dem Zug nach Zürich? Was hat denn das damit zu tun? Na, da haben Sie doch gar keine Zeit, sich um die Liebe Gedanken zu machen. Es könnte doch sein, dass noch ein Wunder passiert und Sie gar nicht alleine fahren. Sie glauben wirklich an Wunder? Ja, wer weiß. Vielleicht besinnt mein Sohn sich in der persönlichen Krise ja noch auf seine beruflichen Aufgaben. Hast du einen Moment? Wenn sie zu lange dauert. Meine Mutter hat mir aus dem Gefängnis geschrieben. Und was schreibt sie? Dass sie sich an nichts erinnert. Wie bitte? Wir haben uns doch alle gewundert, dass sie den alten Seifert nicht belastet hat. Sie hat in ihrer Aussage tatsächlich zugegeben, er hätte nicht gewusst, dass sie Barbara ist, als er ihre Lebensversicherung kassiert hat. Ich habe mich gefragt, warum. Ich dachte, sie hasst ihn. Und die Antwort steht jetzt in dem Brief? Man wirft mir so schreckliche Dinge vor. Aber das Merkwürdige ist, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Es ist, als wäre es eine andere gewesen und nicht ich. Komm, die Masche, die hat sie damals schon versucht. Als meine Mutter in den Fürstenhof gekommen ist, da wusste sie wirklich nicht, wer sie war. Du meinst, sie hat nicht gelogen, als sie sich als Silvia Wielander ausgab? Anfangs nein. Später, als ihr dann klar wurde, dass sie Barbara von Heidenberg ist, schon. Und jetzt? Keine Ahnung, das ist es ja. Hey, ich weiß einfach nicht, ob es ihr wirklich schlecht geht oder ob sie einfach nur mit mir spielt. Das weiß man bei Frauen doch nie. Tanja. Darüber bin ich längst hinweg. Entschuldige, ich muss. Warum musste Lukas mich schon wieder anlügen? Ich zweifle an unserer Beziehung und er macht es nur noch schlimmer. Werner würde es wahrscheinlich gut finden, wenn Schluss wäre.
Immerhin beschuldigt er Lukas, ihn bei Winkelmann schlecht gemacht zu haben. Aber wieso sollte Lukas das tun? Ich glaube, dieser Winkelmann lügt. Trotzdem, ich bin mir nicht sicher, ob ich Lukas glauben kann. Er hat immer für alles eine Erklärung parat. Er behauptet, Rosalie Engel wäre ihm egal. Und regt sich auf, weil ich misstrauisch bin. Vielleicht tue ich ihm wirklich Unrecht. Entschuldigung, ich habe nichts gesehen. Aber passen Sie auf, dass Sie nichts verstellen oder kaputt machen. Ja. Schon aus. Das soll ich Ihnen von Dr. Niederbühl geben. Er will mich wirklich unterstützen. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich so viel. Nehmen Sie das Geld. Es gehört Ihnen. Aber warum? Machen Sie sich keine Sorgen. Michael hat keine Hintergedanken. Er hat selbst eine Tochter, aber die lebt in den USA und er sieht sie kaum. Und deshalb war er sehr gerührt, als er mitbekommen hat, mit wie viel Energie sie nach dem Vater ihres Sohnes suchen. Das sieht die Mutter seiner Tochter wohl anders, ha? Ist es egal, ob Debbie ihren Vater sieht oder nicht? Muss ja furchtbar für ihn sein. Deshalb wollte er Ihnen ein bisschen unter die Arme greifen. Ohne jede Verpflichtung. Vielen, vielen Dank. Können Sie nicht warten, bis ich hier reingesagt habe? Störe ich etwa? Schauen Sie sich verbotene Seiten im Internet an? Es ist mein Büro, in das Sie nicht einfach so hineinschneien können. Oh, das kann ich sehr wohl. Das ist Teil meines Besitzes. Was verschafft mir die zweifelhafte Ehre Ihres Besuches? Ihre finanzielle Situation. Als ob Sie das etwas anginge. Ach, das geht mich schon was an, wenn der geschäftsführende Direktor und Miteigentümer in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Für die Ihr Sohn verantwortlich ist. Wir, mein Sohn und ich, wir denken nur an das Wohl des Hotels und damit leider Gottes auch an Ihres. Oh, herzlichen Dank, aber um mein Wohl kümmere ich mich lieber selbst. Indem Sie Ihr Pferd verkaufen? Wer hat Ihnen das schon wieder erzählt? Ach, ist das geheim? Wenn Belmont erst mal fort ist, lässt sich das nicht verbergen. So mein Pferd, mit dem ich tun lassen kann, was ich will. Oder tun müssen. Ohne den Verkauf des Pferdes können Sie die fällige Kreditrate nicht stemmen. Das ist doch mein Problem. Jetzt lassen Sie mich bitte wieder allein. Nicht, bevor Sie sich meinen Vorschlag angehört haben. Oh ja, gerne. Ich habe heute auch noch nichts Erheiterndes gehört. Was halten Sie davon, wenn ich für Sie einspringe und die fällige Rate übernehme? Damit Ihr armes Pferdchen am Ende nicht als Wurst auf dem Buffet hier landet. Mein Gott, war der gut. Das war der beste Witz, den ich seit langem gehört habe. Sie brauchen sich nicht zu bedanken, genau das wollte ich vermeiden. Doch. Und das kommt wirklich von Herzen. Das hat Fabienne beim Frühstück gemalt. Soll keine Ameise auf Rädern sein, sondern ein Auto. Schön. Ist aber nicht nötig. Wenn ich Fabian erstmal noch ein bisschen mehr von Ihnen erzähle, kriegen Sie wahrscheinlich täglich eins. Herr Dr. Niederbühl, Sie sind so nett. Allein, was Sie sich für Gedanken gemacht haben, dass keiner auf dumme Ideen kommt. Also, dass Sie was von mir wollen oder so. Ich bin wirklich so froh, dass es noch Menschen gibt wie Sie. Sie betreiben Sie aber. Nein. Jemandem zu helfen ohne eine Absicht, das ist alles andere als selbstverständlich. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Sie tun ja gerade so, als hätte ich die Welt gerettet. Ach, jetzt seien Sie mal nicht so bescheiden, Herr Doktor. Wenn man so großzügig ist wie Sie, dann muss man auch damit leben, dass man sich bei Ihnen bedankt, oder? Ja. Na gut, das haben Sie ja jetzt getan. Ich,
Ich muss Sie leider bitten zu gehen. Meine Patienten warten. Wenn ich Sie auf einen Kaffee und Kuchen einladen darf, dann okay. Und an Ihrer Stelle würde ich jetzt ja sagen, weil ich gehe vorher nicht und dann müssen Ihre Patienten wirklich lange warten. Na gut, dann nach meiner Sprechstunde. Okay. Ich freue mich. Da liegen Sie vollkommen richtig. So ganz ohne Bedingungen kann ich Ihnen meine Hilfe natürlich nicht anbieten. Wenn Sie hier bitte unterschreiben. Mhm. Die sind vorbereitet. Ja, natürlich. Das sollte man doch immer sein, oder? Sie gestatten aber, dass ich erst lese, bevor ich das unterschreibe. Vielleicht jubeln Sie mir irgendeinen Vertrag für einen Buchclub unter. Ich soll Ihnen 21% meiner Anteile am Fürsthof überschreiben? Und bekomme dafür 1,5 Millionen. Die mehr als 2 Millionen wert sind. Gutes Geschäft für Sie. Ganz im Gegenteil. Für Sie. Sie können damit einen Großteil Ihres Kredits ablösen, die Raten senken und haben eine reelle Chance, finanziell wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Und nur zur Erinnerung. Für die 2 Millionen, die Ihnen die Bank geliehen hat, wollten die die gesamten 50% als Sicherheit. Das haben Sie sich ja schön ausgedacht. Das Geld, das Sie dem armen Dr. Niederbühl aus der Tasche gezogen haben, wollen Sie jetzt in Anteile am Hotel stecken? Ja. Ist doch eine zukunftsträchtige Investition, oder nicht? Außerdem, seit wann haben Sie Mitleid mit dem Doktor? Seitdem Sie versuchen, ihn über den Tisch zu ziehen. Das Geld, das er mir gegeben hat, war als Wiedergutmachung dafür, was sein Vater mir angetan hat. Naja, letztlich soll es mir egal sein, woher Sie die 1,5 Millionen bekommen haben. Langsam werden Sie vernünftig. Das bin ich. Denken Sie im Ernst, ich bin so dumm und lasse mein Lebenswerk in Ihre Hände fallen. Wenn ich das unterschreibe, besitzen Sie 51% am Fürstenhof. Wie Sie wollen. Es war nur ein Angebot. Ich würde mich allerdings etwas näher damit beschäftigen. Spätestens in ein paar Wochen wird die Bank unruhig und Ihre Anteile versteigern. Und dann bekommen Sie nur die Hälfte. Das werden wir ja sehen. Ihren Glauben möchte ich haben. Schönen Tag noch. Schön locker bleiben. Die Kraft kommt aus dem Rücken, nicht aus den Armen. Genau. Und lösen. Ja, es wird doch. So. Nochmal mit Ruhe und Konzentration. Ja, ja. Hey, hallo. Na, darf ich kurz unterbrechen? Eigentlich nicht, ich unterrichte gerade. Ach, lass mich doch einfach mitmachen. Ich beteilige mich auch an den Kosten. Nee. Danke, ist nicht nötig. Das ist auch gar nicht möglich. Das ist Einzelunterricht und keine Gruppenstunde. Ach so. Ich dachte, wir sind Freunde. Ja, als solcher solltest du mich meinen Job machen lassen. Ja, ist okay. Und bevor du fragst, ich bin nachher auch schon ausgebucht. Ja, hab schon verstanden. Na, was haltet ihr von der kleinen Wette? 1,000 Euro, dass ich besser schießen kann als Hendrik. Was? 1,000 Euro? Der Weltmeister gegen Amateur. Okay, ich halte dagegen. So schnell komme ich nie wieder an meine Kohle. Tut mir leid, Simon, daraus wird nichts. Wieso? Es kann dir doch egal sein, was ich mit meiner Kohle mache. Ich habe dir mehr als deutlich gesagt, dass ich nie wieder schieße. Warum respektierst du das nicht? Mann, weil das dumm ist. Ist doch nur eine kleine Wette gewesen. Eine, die nicht stattfinden wird. Du bist ein bisschen überflüssig im Augenblick. Ruhig und locker. Ruhig und locker, hä? Ja, ist schwierig nach so einer Störung, verstehe ich. Ehrlich gesagt, ich hatte das Gefühl, der Typ geht dir mehr auf die Nerven als mir. Du hast ihn ganz schön runtergeputzt, ne? Naja, manche Leute verstehen es eben nicht anders. Stör ich? Was gibt's? Ich wollte nur sagen, dass ich mit Dr. Niederbühl geredet habe. Es gibt nichts, worüber du dir oder sich sonst jemand Sorgen machen. Sagt er.
Ich sag, du solltest dich bei ihm entschuldigen. Ich weiß nicht. Nils, deine Vorwürfe waren unfair. Ich meine, so gut wie er Niederbühl sich um mich und Fabian kümmert. Heißt das, du willst das Geld annehmen? Charlotte Seifeld hat mir das Geld gegeben. Wenn die nur einen winzigsten Verdacht hätte, dann würde sie das bestimmt nicht machen, oder? Ist doch eindeutig. Ja, vielleicht war ich wirklich auf dem Holzweg. Das solltest du nicht mir, sondern Dr. Niederbühl sagen. Aber nur, wenn du dafür mit mir ins Kino gehst. Das geht leider nicht, weil ich habe Dr. Niederbühl zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Und dann noch Kino. Du triffst dich mit dem Doktor? Ja, da steckt nichts dahinter. Ich möchte Fabienne jetzt nicht so lange bei der Tagesmutter lassen. Ich meine, da muss ich doch auch erstmal an die Situation gewöhnen. Wir können ja morgen ins Kino gehen. Okay? Ja. Versprochen. Das ist meine ehrliche Meinung. Werner hat damit nichts zu tun. Naja, es ist nicht immer unkompliziert mit Michael. Und natürlich mache ich mir Gedanken, was passiert, wenn er Robert und Alexander begegnet. Ach, das klappt schon. Außerdem wohnt er ja nicht Tür an Tür. Also besteht die Gefahr, dass die drei dicke Kumpels werden, überhaupt nicht. Und eine Beziehung ist am Anfang nie unkompliziert. Man muss sich doch erst aneinander gewöhnen. Da gibt es verschiedene Fragen auszudiskutieren. Ja, aber wenn man mittendrin steckt, ist das oft leichter gesagt als getan. Aber du bist doch glücklich mit ihm. Sehr sogar. Genieß es. André, du wirst bestimmt auch noch mal jemanden treffen. Ach, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, dass mit Fanny irgendwie der letzte Zug abgefahren ist. So schlimm? Hast du eigentlich noch mal was von ihr gehört? Ich habe eine Postkarte von ihr gekriegt. Aus Abu Dhabi. Sie hat einen reichen Ägypter geheiratet. Es ging aber schnell. Also ich wünsche ihr, dass sie glücklich wird. Tja, wie ist das bei dir? Läuten da vielleicht noch mal die Hochzeitsglocken? Mit Michael? Hast du noch einen anderen Kandidaten? Natürlich nicht, aber verheiratet. Mit diesem Thema bin ich durch. Nein, nach meiner Erfahrung mit Werner möchte ich damit nichts mehr zu tun haben. Ah, ihr seid beim Thema Ehe. Die, wie wir beide ganz genau wissen, kein Garant für Glück und Harmonie ist. Also ich war während unserer Ehe immer sehr glücklich. Hast du mich deshalb betrogen und zwei uneheliche Kinder gezeugt? Dass ich irgendwann doch noch Erfolg haben werde? Hm? Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass Fabians Vater hier irgendwo rumläuft. Ich meine, vielleicht freut er sich ja sogar. Ja, vielleicht. Das müssen wir ja aneinander gefunden haben, sonst wären wir nicht im Bett gelandet. Es war ein Fest mit viel Alkohol. So haben sie gesagt. Ja, aber irgendwas muss uns doch angezogen haben. Wie zwei Seelenverwandte, die dann so ein verzaubertes Wesen wie Fabian gezeugt haben. Das ist eine sehr romantische Sichtweise. Ja, Sie nennen es Romantik und ich nenne es Schicksal. Schicksal? Also, Sie denken, es wäre eine schicksalshafte Begegnung gewesen, dass Sie an dem Abend Fabians Vater getroffen haben? Ich meine, was, wenn ich in dieser Nacht das Glück meines Lebens in der Hand gehalten habe und es einfach nur nicht gecheckt habe? Ich will Sie jetzt nicht enttäuschen, aber Sie verrennen sich da in ein Bild von einem Mann, das so nicht existiert. Sie sind eine sehr attraktive Frau. Sie haben einen wunderbaren Sohn. Hören Sie doch auf, einem Phantom hinterher zu jagen. Da draußen, da ist irgendwo vielleicht Ihr Traummann, der sich dann um Fabian kümmern wird, als wäre es sein eigener Sohn. Hast du dich wieder ein bisschen beruhigt? Und du? Als ich vorhin gesagt habe, das hätte alles keinen Sinn mehr. Lukas, ich war einfach nur sauer. Wegen der Kette und wegen allem anderen. Ach, und jetzt hat es auf einmal wieder Sinn.
Was soll das jetzt? Willst du einfach alles wegwerfen und nicht mehr um unsere Beziehung kämpfen? Warum soll ich kämpfen, wenn du mir nicht mal glaubst? Kann ich das denn? Wie oft soll ich das noch sagen? Und du bist Werner wirklich nicht in den Rücken gefallen? Verdammt, nein! Aber er kann sich nicht vorstellen, dass Winkelmann lügt. Warum sollte er auch? Da bin ich Winkelmann? Lukas, bitte, ich möchte einfach nur eine ehrliche Antwort von dir. Ich kann dir doch erzählen, was ich will jetzt. Du glaubst sowieso deinem Papi. Ich werde ja wohl noch fragen dürfen. Du fragst aber schon zum 100. Mal. Weil du mir nicht glaubst. Du siehst, wir drehen uns im Kreis. Was wird das, wenn es fertig ist? So leid es mir tut, aber ich habe keine Zeit, mit dir weiter zu diskutieren. Ich muss zum Bahnhof. Geschäftsreise. Und bevor du es von wem anderen erfährst, ich fahre mit Frau Engel. Auf eine Geschäftsreise. Siehst du? Du zweifelst schon wieder. Also, so wie Sie diese Geschichte erzählen, haben Sie in dieser fraglichen Nacht den Mann Ihres Lebens gefunden. Ich würde es Ihnen ja auch von Herzen gönnen, aber die Realität sieht vermutlich anders aus. Wie Ihrer Meinung nach? Wir Männer müssen uns nicht in eine Frau verlieben, um mit ihr ins Bett zu gehen. Danke, das weiß ich auch. Ich bin ja keine 15 mehr. Ja, und für ihn hat diese Nacht längst nicht dieselbe Bedeutung wie für Sie. Möglicherweise. Vermutlich. Sind doch nicht alle Männer so. Sie sind doch das beste Beispiel. So wie Sie Fabienne und mir geholfen haben. Was, wenn er auch noch immer an diese Nacht denken muss? Was, wenn er versucht hat, mich zu finden, aber ich, blöde Kuh, war ja die ganze Zeit in Italien. Ich meine... Sie sind ganz schön hartnäckig. Was ist, wenn er verheiratet war? Oder in der Zwischenzeit ist? Wenn Sie diesen Mann weiterhin verfolgen und ihn zwingen, zu dieser Vaterschaft zu stehen, dann wird er höchstwahrscheinlich bezahlen. Aber wie sagten Sie so schön? Vom Glück Ihres Lebens sind Sie doch meilenweit entfernt. Wollen wir mal wieder die Augen öffnen, oder? Nur zu Ihrem Besten. Ich weiß schon, dass Sie wahrscheinlich recht haben. So naiv bin ich auch wieder nicht. Trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann nicht vom Wesen von Fabienne verzaubert sein wird. Ich meine, dieses Kind, das muss man einfach lieben. Und ich will auch nicht glauben, dass ich mich so getäuscht habe. Ich bin doch nicht mit irgendeinem Unmenschen ins Bett gegangen. Also... Sie glauben weiterhin, dass, wenn Sie den Vater gefunden haben, wird er sich in Fabienne und Sie verlieben? Wie lange will Tanja eigentlich noch mit dem Doktor im Altenwirt sitzen? Sie waren zu Kaffee und Kuchen verabredet. Vielleicht ist sie ja längst zu Hause. Ich habe mitbekommen, dass sie die Zombie-Lasse angerufen hat. Sie sollen Fabienne bei der Nachbarstochter abholen. Meine Einladung ins Kino lehnt sie ab, damit der Kleine nicht so lange betreut werden muss. Und jetzt? So sind sie eben, die Mädels. Frei nach der Devise, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, sehr witzig. Ich dachte, ihr seid gute Freunde. Dann kannst du ihr das Date mit dem Doktor doch ruhig gönnen. Ich bin nicht eifersüchtig. Was dann? Ich will einfach nur wissen, was der Niederbühl von ihr will. Nett sein. Helfen. Mit 2000 Euro? Obwohl er sie kaum kennt. War das wirklich so viel? Dann hat der Doc ein Helfersyndrom, das er exzessiv auslebt. Könnte doch sein. Warum wollt ihr eigentlich alle das Naheliegendste nicht sehen? Der Typ rät sie an. Und du bist nicht eifersüchtig. Harry, was bist du bloß für ein Idiot? Hast du wirklich geglaubt, Henrik mit dieser Wette reinlegen zu können? War doch klar, dass er darauf nicht einsteigt. Annika wäre das nie passiert. Die hätte gewusst, dass das nicht klappen kann. Ich muss mich entschuldigen. Ja, ich muss mich entschuldigen und alles wieder ins Reine bringen. Ja, herein. So,
aber schön, dass Sie gekommen sind. Ja, für die Gäste unseres Hotels stehe ich natürlich jederzeit gern zur Verfügung. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, ach, später. Als erstes wollte ich mich mal bei Ihnen entschuldigen. Wegen dieser Störung und der wirklich blöden Wette. Nein, ist kein Problem. Also jedenfalls für mich war es das nicht, für Henrik. Also mit Henrik sollten Sie sprechen. Ja, das mache ich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sie haben ja gesehen, wie geknickt er war. Und ich, als sein bester Freund, hätte einfach sensibler sein müssen. Ja, mehr auf ihn eingehen. Auf ihn eingehen, ja. Also, wie gesagt, besprechen Sie das mit ihm. Was ist denn jetzt, also, Herr Luger, mir wäre es ganz lieb, wenn Sie die Kamera vielleicht ausschalten könnten. Mir ist es nicht so lieb, wenn ich, naja, gefilmt werde. Ach so? Ja. Ja, okay, gleich. Später. Erstmal vertragen. Freunde? Du bist noch wach? Du hast es ja lange ausgehalten mit Tanja Liebert. Ja. Wir sind ins Plaudern gekommen und dann war es plötzlich schon so spät. Dann hattest du einen netten Abend? Ja. Sie hat mir von Fabienne erzählt und ich ihr von Debbie. Tut es dir leid, ihr mit so viel Geld unter die Arme gegriffen zu haben? Ganz und gar nicht. Was liest du da? Nichts Besonderes. Na ja, dann wird es dir sicher leicht fallen. Dass wir das hier beiseite legen. Hier, die Belege für die Menüs der jetzt Zimmerservice rausgegangen sind. Super, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, na endlich. Ist das Taxi schon da? Bestimmt schon seit 5 Minuten. Na dann. Lukas, du hast doch bestimmt nichts dagegen, dir mit mir einen Schlafwagenabteil zu teilen, oder? Der Zug war nämlich fast ausgebucht. Du, mach nur. Ich suche mir einen Sitzplatz. Nein, das ist doch nicht nötig. Vielleicht schnarche ich. Ich habe einen festen Schlaf, aber danke für die Warnung. Wir sollten das Taxi nicht warten lassen. Max, was stehen Sie denn da so rum? Sehen Sie nicht, dass mein Gepäck ins Taxi muss? Schlafen? Was denkst du denn? Was kann ich mir denken? Das habe ich im Papierkorb gefunden. Klingt doch vielversprechend. Du willst mir doch wohl nicht im Ernst raten, mich von dieser Zastro erpressen zu lassen. Was heißt denn hier erpressen? Die macht ja einen sehr interessanten Preis, für nicht mit die Hälfte deiner Anteile. Interessanter Preis? Sie haben doch nicht mal 3/4 dessen, was sie wirklich wert sind. Ja, aber in deiner Lage ist das sehr viel Geld und würde dich nachhaltig entlasten. Du klingst ja schon fast wie sie. Vielleicht hat sie ja recht. Deine Lage ist ja nicht gerade rosig. Alles nur wegen Winkelmann, diesem Mistkerl. Jahrelang habe ich ihn unterstützt. Manche nennen das Bestechung. Hm. Jetzt fällt er mir dermaßen in den Rücken. Scheint sich im Moment wohl wirklich alles gegen mich verschworen zu haben. Die Familie kann dir auch nicht helfen. Ich habe kein Geld, ebenso wie Charlotte. Mit der fing das ganze Unglück doch an. Wie konnte sie nur so dumm sein, der Zasse ihre Anteile überschreiben? Inzwischen weiß sie auch, dass das falsch war. Was ist mit den Kindern? Robert hat sein ganzes Geld in eine neue Küche investiert. Laura und Alexander leiden wohl derart unter der Wirtschaftskrise. Ja, dann würde ich mir doch noch mal überlegen, ob das Angebot so schlecht ist. Ich verkaufe nicht an die. Kommt überhaupt nicht in Frage. Du rettest mehr von deinem Vermögen, wenn du dich nicht von Emotionen leiten lässt. Mein lieber Bruder, das sind keine Emotionen, das ist pure Vernunft. Wenn ich mich darauf einlasse, hält sie 51% des Fürstenhofs. Ich werfe diesem Weib doch nicht mein Lebenswerk in den Rachen.
bitte, Herr Sombichler. Schauen Sie nicht so. Warum? Wie schaue ich denn? Nur damit Sie es wissen. Ich habe mich gestern sehr lange mit Frau Lieberts unterhalten. Und dabei ganz zufällig vergessen, ihr zu sagen, dass Sie der Vater von Fabienne sind. Denn so eine Neuigkeit hätte die Tanja heute Morgen beim Frühstück ganz bestimmt erzählt. Also gut. Ich habe nicht darüber gesprochen. Ja, aber das mit gutem Grund. Frau Lieberts hat doch immer die größte Hoffnung, dass Fabiens Vater ihre große Liebe ist. Aber ich liebe doch Charlotte. Ich werde sie deswegen nicht verlassen. Ich bereite ihr doch nur Kummer, wenn ich mit ihr darüber rede. Und nicht nur ihr, sondern mir und Charlotte. Ja, klar. Bloß keine schlafenden Hunde wecken. Und außerdem ist es ja auch noch ganz praktisch. So können Sie es bei einer einmaligen Unterhaltszahlung belassen. Sie können sich sicher sein. Ich werde Frau Lieberts unterstützen, soweit ich kann. Ja. Aber ohne ihr die Wahrheit zu sagen. Seit wann sind Sie so ein Prinzipienreiter? Also gut, erzählen Sie ja alles im Sinne von Anstand und Moral. Tun Sie sich keinen Zwang an, aber das eine sage ich Ihnen. Glücklich machen Sie damit niemanden. Nein, stopp, so wird das nichts. Wie oft hast du mir beim Schießen zugesehen? Keine Ahnung. Oft genug, um zu wissen, dass das Spannen kein Reißen ist, sondern eine ganz körperliche fließende Bewegung. Tut mir leid, ich hab nicht aufgepasst. Nochmal. Wir können's auch lassen. Nein, du hast die Stunde gebucht, jetzt sollst du doch was für dein Geld haben. Nochmal. Mit Konzentration. Was ist? Bist immer noch sauer auf mich. Okay, du hast recht, das war wirklich eine blöde Idee mit der Wette. Wann begreifst du endlich, dass ich nach Annikas Tod nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen kann? Ja, aber das ist so eine Verschwendung bei deinem Talent. Das ist mir egal. Was Annika wohl dazu sagen würde? Das fang du nicht auch noch mit dem Quatsch an. Mit dem Argument habe ich schon vor der WM alle vom Fürstenhof bequatscht. Naja, offensichtlich mit Erfolg, sonst wärst du ja nicht nach Korea gefahren. Ich bin wegen Annika nach Korea gefahren, weil wir so lange gemeinsam für die WM trainiert haben. Und damit ist jetzt endgültig Schluss. Harry, begreif das doch. Nach Annikas Tod, da kann ich nicht einfach so weitermachen wie bisher. Ja, ich verstehe das. Gerade ich. Ich erzähle dir jetzt was, was ich noch nie jemandem erzählt habe. Ich hatte mal einen Bruder, einen Zwillingsbruder, Timo. Der ist gestorben, als wir gerade 15 waren. Wenn ich nicht gewesen wäre, würde er heute noch leben. Du bist verantwortlich für seinen Tod? Ja, es war ein Unfall. Unser Vater war Jäger. Wir haben mit den Waffen rumgespielt und plötzlich hat sich ein Schuss gelöst. Das war schrecklich. Und da schleppst du jetzt seit all den Jahren mit dir rum, ohne mit jemandem darüber zu reden? Dann geht's dir ja noch mieser als mir. Ich habe doch nur ausgesprochen, wie es wirklich ist. Wenn wir so weitermachen, dann hat unsere Beziehung keine Zukunft. Lukas war so kalt, so bitter. Er hat recht. Es fällt mir schwer, ihm noch zu glauben nach allem, was passiert ist. Aber er bemüht sich auch gar nicht mehr um mich. Als ob er schon mit uns abgeschlossen hätte. War es das jetzt mit Lukas und mir? Das ist kein Angebot, das ist eine Unverschämtheit. Belmont ist ein klasse Pferd, das nur deshalb keine Preise gewonnen hat, weil ich ihn nie auf Turnieren geritten habe. Ist das Ihr letztes Wort? Dann wird aus dem Geschäft nichts. Natürlich kann man mit mir über den Preis reden, aber der muss doch dann wenigstens annähernd realistisch sein. Nein, danke, schönen Tag noch.
Herr Direktor, ich bräuchte dringend ein paar Unterschriften von Ihnen. Geht's Ihnen nicht gut? Soll ich einen Dr. Niederbühl holen? Nein, nein, der kann mir auch nicht helfen, der schon gar nicht. Naja, bevor es Ihnen schlecht geht. Meine Probleme sind nicht gesundheitlicher Natur. Ach so. Es geht ums leidige Geld, hm? Ja, das einem so überflüssig scheint, wenn man's hat, und so unentbehrlich, wenn nicht. Ach, Alfons, lass uns einen Cognac zusammen trinken. Alkohol macht die Situation bestimmt nicht besser. Aber erträglicher. Aber für mich ist es wirklich noch zu früh, Herr Direktor. Ja gut, wie Sie wollen. Gibt's denn gar keinen Ausweg? Mir ist bis jetzt keiner eingefallen. Ich will sogar Belmont verkaufen, aber diese Arschgeier merken natürlich, wie nötig ich das Geld habe und bieten Preise, die schon fast unanständig sind. Wenn ich Ihnen nur irgendwie helfen könnte. Sure, leihen Sie mir 20.000 Euro, damit ich die Kreditrate bezahlen kann. Ja, 20.000 habe ich natürlich nicht, da müsste ich unser Haus beleihen. Das ist doch die Lösung. Was? Sie nehmen die Hypothek auf und leihen mir die 20.000. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, Herr Direktor, oder? Alfons, wollen Sie, dass alles hier den Bach runtergeht und die Zastro hier das Sagen hat? Nein, natürlich nicht, aber... Ja, dann springen Sie doch über den Schatten. Helfen Sie mir. Könnte ich jetzt vielleicht doch einen Cognac kommen? Sogar einen doppelten. Also, Sie glauben weiterhin, dass, wenn Sie den Vater gefunden haben, wird er sich in Fabienne und Sie verlieben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann nicht vom Wesen von Fabienne verzaubert sein wird. Ich meine, dieses Kind, das muss man einfach lieben. Ach, stimmt etwas mit dem Foto nicht? Hm. Was? Wieso? Na, du starrst das so an. Was? Das bildest du dir nur ein. Aber irgendetwas ist doch mit dir. Was soll mit mir sein? Alles in Ordnung. Hey, Tanja! Tanja, hallo! Tanja! Alles klar? Hallo. Scheint ja ein ziemlich lustiger Abend gewesen zu sein gestern. Wenn du nicht mal die Zeit hattest, Fabienne bei der Tagesmutter abzuholen. Ach so, die Sonnenbichlers haben Fabienne abgeholt. Frau Dr. Niederbühl, geht das? Nils, wir haben uns angeregt unterhalten und mehr war da nicht und mehr wird da auch nicht sein. Ich bin so ganz gewissen geredet, dass ich mit der Suche nach Fabiens Vater aufhören soll. Ach. Ja, er findet es für eine romantische Illusion, dass ich dabei den Mann meines Lebens finde. Ja, da hat er auch recht. Nein, ein Kind braucht seinen Vater und seine Mutter. Tanja, es muss ja nicht unbedingt der biologische Vater sein. Vielleicht ist doch einer, der sich in dich und den Kleinen verliebt, viel besser als der. Für euch beide. In letzter Zeit bist du so merkwürdig, wenn es um Kinder geht. Nein, ich hatte nur früher solche Probleme mit Debbys Mutter und dieses Foto hat mich irgendwie daran erinnert. Ist das wirklich der einzige Grund, warum du so komisch bist und Tanja Liebert so großzügig unterstützt? Du findest das also komisch? Versteh mich bitte nicht falsch. Ich finde es ganz großartig. Ich wundere mich nur darüber. Machen wir uns nichts vor. Ich bin älter als du. Ach, das ist mir vollkommen egal. Ich liebe dich und das weißt du. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann. Und du bist ein Mann in den besten Jahren. Was willst du mir damit sagen? Dass ich das Gefühl habe, du hättest gern eine Familie. Was ich wirklich gut verstehen kann. Aber mit mir ist das nicht mehr möglich. Das weiß ich. Und es ist mir überhaupt nicht mehr wichtig. Wir hatten dieses Thema schon längst durch. Und warum reagierst du dann so? Egal, ob es um ein Enkelkind geht oder den Kleinen von Frau Liebert.
Michael, sei ehrlich. Willst du nicht lieber eine jüngere Frau, mit der du noch Kinder bekommen kannst? Wenn ich ganz ehrlich bin, will ich nur eines. Mit dir zusammen sein, und zwar für immer. Charlotte. Willst du meine Frau werden?